die Triumph Speed Triple RS. Du kriegst einen Schlüssel heute, oder? Die bislang hochwertigste Ausstattung und Technik, die es je an einer Speed Triple gegeben hat. Entsprechend ihres Status als Spitzenmodell gehören zur Ausstattung der RS ein neues optimiertes Kurven-ABS, eine Kurventraktionskontrolle sowie eine Trägheitsmesseinheit. 5 Fahrmodi, hochwertige Aeroschalldämpfer und Carbonverkleidungsteile. So. Da liegt man aber hier richtig einen aufs Parkett, ne? Und das bei Instagram, Instaminster. Naja, ich werde das heute mal ausprobieren für euch. Ich bin in Almeria, rein ins Klamöttchen, rauf aufs Bike. So Leute, das ist mein Schlüssel, BJV und Keyless Go, sage ich nur. Den nehme ich jetzt einfach in die Innentasche von meinem Lederkombi und dann wird gefahren. Erstmal auf der Landstraße. Und die zweite Tageshälfte werden wir auf der Rennstrecke verbringen, um die ganze Performance von diesem Motorrad auszuprobieren. Wird richtig schön, ich freue mich. Helm auf und Zündung in die Richtung. Ne? Was ist neu? Natürlich ist auch hier in der neuen Speed Triple RS das neue TFT-Display oder Dashboard verbaut. Hier wie gewohnt schon bei allen Modellen dieser 5-Wege-Cursor. Neu hier für die Speed Triple 1050 RS eben diese verschiedenen Fahrmodi. Also erstmal alles, was das Herz begehrt. Das freut mich. Was fällt mir auf den ersten Metern? Irre geiler Sound, richtig geil. Das ist dieser Dreizylinder, der brüllt so richtig. Das ist der Wahnsinn. Die Geschwindigkeit hier auch wieder schön ablesbar, auch für Brillenträger geeignet. Ist ja nicht ganz unwichtig. Ja, verschiedene Riding Modes gibt es. Ich fahre jetzt diesen normalen Straßenmodus. Also Gasannahme ist smooth. Wir könnten auch noch umstellen auf den Regenmodus. Gestern Abend hat es hier wohl geregnet. Aber jetzt ist zum Glück alles trocken, alles fein. Und hört euch mal den Sound an. Freunde. Super, ich bin ein absoluter Dreizylinder-Fan. Ja, Zeit um ein bisschen zu sprechen. 13 Grad Außentemperatur lese ich hier auf der linken Seite im Dashboard ab. Ja, was gibt es zur Schaltung zu sagen? Die Handkraft der Kupplung ist sehr gering. Wir haben hier eine Seilzugkupplung, aber die Handhebel sind im Abstand einstellbar. Eieiei, ich bin schon ganz durch den Wind. Der Motor ist ein absolutes Träumchen. Du kannst wirklich hier durch die Ortschaften im fünften Gang durchrollen mit 50, ziehst auf und dann kommt souverän, marschiert das Ding vorwärts. Das Ganze wird untermalt mit einem super tollen Klang, nicht nervig, einfach schön dumpf. Also man hat hier keine Vibrationen, gar nichts.
Was gibt es hier noch? Ich habe die Griffheizung auf Stufe 2. Da gehe ich mal eins runter. Das ist noch ganz angenehm. Ja, und das ist im Endeffekt dieses ganze Paket. Ohne das Motorrad gefahren zu sein, du läufst einmal rum, da muss ich Triumph direkt recht geben. Es ist die bestausgestattetste, ja, Speed Triple. RS steht natürlich hier für diese Ausstattungsmerkmale. Wir haben eine Öhlins-Gabel in der Front, wir haben einen komplett einstellbaren Öhlins-Stoßdämpfer im Heck. So, jetzt fahren wir mal einen Meter weiter und da bleiben keine Wünsche offen. Nochmal zum Schaltassistent. Das geht hier wie Butter. Die Gänge, die lassen sich sehr, sehr schön schalten. Worauf kommt es hier an? Worauf achtet man? Natürlich, dass diese Fußkraft gering ist, dass die Gänge präzise einrasten. Das ist wirklich sehr unterschiedlich. Gerade wenn man einfach mal alle Motorräder gefahren ist schon, kann man das hier schön vergleichen. Durchzug vom Motor ist auch ein Traum. Es ist nicht übertrieben. Wir haben hier ausreichend Druck anlegen. Und wie gesagt, diese Soundkulisse ist einfach nur der Hammer. Dieses Präsente, dieser Dreizylinder, leicht fauchig, dumpf. Hier parken wir mal und dann geht's gleich auf dem Track weiter. Sehr schön. Ausschalten und gut. 1994, da kam quasi die erste Variante der Speed Triple und ich erinnere mich da noch gut dran, weil ich da auch irgendwie so angefangen habe mit meiner 250er rumzufahren und damals hat mich mal so eine Speed Triple abgeschossen, da waren wir dann bei dem Kiesbett gelegen. Ich glaube, der Kollege hat sich mit seinem breiten Lenker in meinem Heck verhaspelt oder verfangen. Ja, so lange ist das schon her und dann kam irgendwann diese Doppelscheinwerfer und dieser Linie ist man treu geblieben. Jetzt gibt Triumph an, die beste Speed Triple gebaut zu haben, die es jemals gab. Auf jeden Fall ist es die best ausgestattetste, da muss ich Ihnen auf jeden Fall recht geben. Und wenn du jetzt da über die Landstraße fährst, hat man das auch gut hinbekommen, diesen Kompromiss. Gutes Handling und Stabilität, also diese engen, kleinen Kehren funktionieren sehr, sehr gut, ohne großen Kraftaufwand, aber auch diese langgezogenen Kurven, da fährt sie durch wie über Schienen, also das ist richtig schön gemacht. Neu ist das 5-Speichen-Design, das sieht auch richtig schick aus und ja, die hintere Felge ist eine 6-Zoll-Felge und nimmt den Pirelli Diablo Super Corsa SP auf in der Größe 190-55 Z17. Vorne haben wir natürlich ganz normal Standard 120-70-17. Wir haben jetzt Instruktionen gekriegt, wir wissen jetzt, dass das einfach die beste Speed Triple ever ist. Ja. Wir kriegen jetzt jede ein Motorrad und dann geht's 8-mal rechts rum, 3-mal links rum, 4 Kilometer Vollgasattacke, 15 Minuten Turns, 3 Stück an der Zahl. Das wird lustig und in die Richtung wird gestartet. Jetzt. Jawolli! Und Attacke! So, hier bitte blind einlenken in die Rechtskurve. Das fällt mir auf, die Stiefel setzen relativ früh auf, weil die rasten hier
zwar sportlich angeordnet sind, aber doch etwas tiefer hängen. So, und rein ins Getümmel hier. Ja, Leistungsausgabe hier von dem Fahrzeug ist wunderbar. Sehr gediegen. Oh, jetzt habe ich mich so ein bisschen vertan mit dem Speed. Aber wir haben ja hier auch ein Kurven-ABS. Ah, na, hier Wolli. Quickshifter arbeitet super sauber. Und schön Attacke hier auf die lange Gerade. Den Sprung mitnehmen, schön klein machen. Super stabil, kaum etwas stark. Oho, die RS ist natürlich hier mit diesen schönen Aero-Endschalldämpfern ausgestattet. Die normale S-Variante hat da diese Standardschalldämpfer. 3 Kilogramm Gewicht hat man reduziert, also in der Summe von kleinen Detailänderungen. Ja, und das macht den Braten natürlich fett. Was sehr angenehm ist, ist das Layout dieses Sitzpolsters. Allerdings ist es so, dass ich so ein bisschen drauf hin und her rutsche. Was mir sehr gut gefällt, ist so dieses rot abgesteppte hier. Das sieht richtig, richtig schick aus hier. Ne? Also das ist schön. Was sehr gut gefällt, ist so diese Aussparung und wie gesagt dieser Halt nach hinten hin. Wenn man jetzt im Prinzip beschleunigt, dann wird man da so ein bisschen aufgefangen. Sehr schön. 7% mehr Leistung und 4% mehr Drehmoment. Das in Zahlen ausgedrückt liegen wir bei 150 PS bei 10.500 Umdrehungen und 117 Newtonmeter bei 7.150 Umdrehungen. Also das ist ein schöner, großer, elastischer Bereich. Und auf der Landstraße ist es einfach ein Traum. Ich habe ja onboard schon gesagt, du fährst das Ding so souverän. Du kannst durch die Ortschaft im 5. durchfahren. Musst jetzt auch nicht groß runterschalten. Es marschiert schön nach vorne. Also das taugt mir absolut. Was auch richtig schön ist, wenn ihr mal so im Dunkeln fahrt. Ich kann es leider nicht vorführen. Es ist zu sonnig heute. Die Beleuchtung von den Schaltern. Das Ganze hier ist auch erneuert worden. Wir haben jetzt eine Cruise Control. Das Ganze ist auch sehr, sehr leicht zu bedienen. Wir haben diesen Mode-Knopf. Mit diesem Mode-Knopf kann ich dann zwischen den 5 verschiedenen Fahrmodi hin und her switchen. Wir haben quasi einen Rain-Modus, einen Road-Modus, einen Sport-Modus, einen Track-Modus und einen Rider-Mode. Der Rider-Mode, der ist dann so konfigurierbar, dass die Daten alle quasi gespeichert sind. Ist man jetzt im Track-Mode und schaltet die Zündung aus, dann landet man leider wieder auf dem ganz normalen Straßensetup. Da sollte man darauf achten, wenn man jetzt mal Rennstrecke fährt, weil man das immer wieder neu aktivieren muss. So, ja, leider unser letzter Turn hier in Almería auf der Rennstrecke. Sehr, sehr schade. Ich probiere jetzt einfach mal eine andere Kameraeinstellung aus. GoPro sitzt. Jawohl. Da muss ich auch so ein bisschen rumexperimentieren. Jawohl. So. Und jetzt schön ziehen. Ziehen, ziehen, ziehen. Und raus beschleunigen.
Das beißt dich richtig rein in diese 320er Bremsscheiben. Das ist richtig schön. Also du kannst hier richtig gut dosieren. Und eben Stahlflex Standard, das kriegt direkt ein Däumchen. Und hier sieht man nochmal aggressiv dieses Tagfahrlicht. Sieht ja richtig hot aus, ne? Was mir persönlich immer super gefällt, hier so schöne Aluminiumschweißnähte, gerade dieses leichte Aluminiumheck angeschraubt an diesen Hauptrahmen. Was fällt hier noch positiv auf? Die Rasten haben einen sehr guten Grip, auch hier diese Kante, das steht mal schön drin in der Raste und das hält wunderbar auf jeden Fall. Ja, und das Ganze verziert mit schönen Carbon-Parts hier, diese Carbon-Hitzebleche, Carbon-Endkappen beim Aerodämpfer. Hier noch so eine Applikation, wie gesagt, echt Carbon kombiniert mit einem vorderen Carbon-Kotflügel. Preislich geht es los bei der S-Variante für 13.750 Euro zuzüglich der Überführung. Und hier kann man dann auswählen zwischen Schwarz und Weiß. Und Tobi, wie schätzt du dir eine? Ich fürchte leider, dass meine finanziellen Mittel zu beschränkt sind, aber ich würde gerne. Du würdest gerne. Das ist ja schon mal ein Ansatz. schon mal was. Ja. Und was mit dir? Ich würde auch gerne. Ich würde aber vieles gerne. Das ist immer das Problem. Ja, das stimmt. 15.850 Euro zuzüglich der Überführung kann man dann herrichten für die RS, die es dann auch in Weiß oder in diesem Schwarz-Matt gibt. Also ich würde die direkt mitnehmen. Ne Patrick, würdest du auch gerne? Von den 16.000 Euro fehlen mir nur 16. Ach so, okay. Also musst du nur noch Hartgeld zusammenkratzen quasi. Ja, ein bisschen was. Okay. Überführung hast du schon mal? Ja. Überführungskosten? Nee. Auch nicht? Okay, na gut. Also probiert es einfach selber mal aus. Macht doch mal ein Date aus mit eurem Händler. Ab März sind die Bikes übrigens verfügbar. Und dann macht einfach mal eine Probefahrt. So, Freunde, irgendwie habe ich im letzten Video von Sydney mitgekommen, dass er ein großer Carl Fogerty-Fan ist. Ne? Dann richte ich doch mal Grüße aus und frage mal, ob der Carl mal einen Satz sagen kann dazu. Die Richtung. Hi Sydney, how are you? Carl Fogerty here, Foggy. Why are you not here in the sunshine? Yeah. Testing the new Speed Triple. You should be yeah. here. The new Speed Triple is a great bike. The bike is unbelievable. Yeah. The rider is not so good these days, but the bike is better than the rider. Cool. Thank you. Okay, all the best. Ciao. Bye. So, Freunde. Jetzt geht's wieder zum Hotel. Durch die Abendsonne. Ja, Freunde, ihr wollt jetzt ein Schlussfazit von meiner Seite. Ich habe natürlich ein Grinsen im Gesicht, dass wenn jetzt keine Ohren da wären, dann wird es ringsrum sein. Ja, mir hat das Motorrad super gut gefallen. Die Preise sind klar. Und wenn ihr mich jetzt fragt, welches Motorrad würdest du denn nehmen? Ich muss sagen, so die Speed Triple RS ist schon eine gute Bank, eine sichere Bank. Die laufenden Kosten sind durchaus gering. Also wenn ich es jetzt mit den Mitbewerbern vergleiche, hast du ein absolutes Fun-Gerät, einen total stabilen Preis. Es gibt über 50 Accessoires, die man nachrüsten kann. Unter anderem dieser Quickshifter, super cool, wie das funktioniert. Ja, es ist viel gemacht worden. Viele kleine Updates sind passiert. Man hat hier im Prinzip bewegten Massen im Motor geändert, weniger Reibungsverluste, Nikasil beschichtete Aluzylinder, neue Kolben, andere Ventilfedern. Also wirklich in der Summe das aufzuzählen, wird den Rahmen sprengen. Bei mir ist er angekommen in meinem Herzen. Ich muss sagen, war ein schöner Tag auf jeden Fall. Ein guter Vergleich, einmal Landstraße zu fahren, einmal Rennstrecke. Und wenn es euch jetzt gefallen hat, dann schenkt mir gerne ein Däumchen. Support ist kein Mord. Hier geht es übrigens zum nächsten Video. Und da könnt ihr ein kostenloses Abo dalassen. Macht immer gut. Tschüss.